Thank you.
Thank you.
mit dabei eine große Community, wo du dich auch mit anderen austauschen kannst. Des Weiteren erhältst du noch als großen Bonus dazu die neueste weltweite Händlerliste, wo du auch fertige Magnetmotoren oder Bausätze weltweit kaufen kannst mit Preis- und Quellangaben. Und zusätzlich noch die Tesla Schritt-für-Schritt-Bauanleitung zum Tesla-Generator. Alles Weitere erfährst du wie erwähnt, wenn du hier von diesem YouTube-Video in der Videobeschreibung auf den Link klickst. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, denn es werden zu diesem Modell und zu anderen weltbekannten Magnetmotormodellen noch weitere umfangreiche Videos hier auf unserem Kanal in Kürze kommen. Die Videoaufzeichnung und die Zeugen und insbesondere der Professor Francesco Cellani aus Frascati hatte vorab die Gelegenheit, den Magnetmotor von Muammar Yildiz zu sehen, und der hat selbstverständlich bestätigt, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und das ist der ultimative Beweis auch, dass Magnetmotoren tatsächlich funktionieren und dass die Kritiker jetzt allmählich mal aufhören können mit ihrem ewigen Bashing im Internet, das macht alles gar keinen Sinn. Die Magnetmotoren funktionieren, wenn man es richtig kann, wenn man es richtig beherrscht. Das hier ist jetzt die Maschine, die auf 10 Kilowatt ausgerüstet ist. Willkommen in einer neuen Ära der Energieerzeugung. Die Erfindung des rotierenden Permanentmagnetmotors durch Herrn Muammar Yildiz wird die weltweite Energieerzeugung revolutionieren und zu einem Paradigmenwechsel im Energiebereich führen, welcher die Welt vor dem Klimawandel retten wird, indem er die Verbrennung fossiler Brennstoffe überflüssig macht. Yildiz Magnetmotoren erzeugen keine Emissionen und verbrauchen keinen Kraftstoff. Diese revolutionäre Entdeckung einer neuen, sauberen Energiequelle steht in einer Reihe mit der Entdeckung der Dampfmaschine, der Elektrizität und des Atoms. Die Weltwirtschaft wird stark von der Nutzung und den daraus resultierenden Auswirkungen dieser neuen Energiequelle profitieren. Yildiz Permanentmagnetmotoren können Arbeit billiger als jeder andere Motor leisten. Muammar Yildiz. Herr Muammar Yildiz, geboren 1958 in Afyon in der Türkei, erfand 1978 seinen ersten rotierenden Magnetmotor. 2004 erhielt Herr Yildiz für seinen Magnetmotor vom TÜV Hamburg ein Betriebstauglichkeitsgutachten. Die in der Schweiz ansässige World Intellectual Property Organization hat das Patentdokument ebenfalls genehmigt. Seit 2005 verifiziert Herr Yildiz seine Motoren bei Associate Professor Jorge L. Duarte für Elektromechanik und Leistungsmechanik
Leistungselektronik an der Technischen Universität Eindhoven in den Niederlanden. 2009 patentierte Herr Hildes seine Erfindung und besitzt das geistige Eigentum für Drehmagnetmotoren. 2010 demonstrierte Herr Hildes seinen Magnetmotor an der Technischen Universität Delft in den Niederlanden. 2013 stellte Herr Hildes den Hildes-Motor auf der Inventors Expo im PAL Expo in der Schweiz und auf der Expo Innovation Türkei aus. 2014 gründete Herr Hildes sein Unternehmen HMSB als Aktiengesellschaft. Im Jahr 2017 erhielt HMSB ein Industrial Registration Certificate. Herr Hildes ist derzeit Vorstandsvorsitzender von HMSB.